Hi, hier ist Adobe the Terracool und heute mit dem Tutorial. Das wurde sicher schon tausendmal auf YouTube gemacht, aber ich mache es jetzt einfach nochmal. So, ich zeige euch das jetzt nur an einem Auge. Ja, ist genau, es geht ums Augenfärben. Dafür zoomt ihr erstmal ganz nah ran. Dann könnt ihr hier das Polygon-Lasso-Werkzeug oder wie man es auch immer ausspricht, wählen und hier mal am Auge entlang schneiden. Ich mache das jetzt nicht so ordentlich. Ihr könnt euch da viel mehr Zeit lassen, aber ihr wollt ja auch nicht, dass dieses Video so extrem lange geht. So, wenn ihr es ausgewählt habt, macht ihr eine neue Ebene. Ihr könnt es natürlich auch direkt auf der neuen Ebene machen, aber ich denke, ich mache es jetzt einfach so. Dann wählt ihr euch eine Farbe, die vielleicht auch ein bisschen in die Richtung vom Auge geht und nehmt das Füllwerkzeug und füllt diese Stelle. Dann nehmt ihr die Deckkraft runter. So, und können dann erstmal Auswahl aufheben. Dann können wir auf das Radiergummi-Werkzeug gehen. Können das relativ klein machen, können noch ein bisschen näher ranzoomen. Können ein bisschen so hier die Kanten wegmachen. Ich mache das jetzt schon fast ein bisschen zu viel. So, das ist jetzt schon ein bisschen zu viel. Dann können wir einfach mal hier das runter machen oder auch lassen und dann hier die Deckkraft ganz runter machen. Und dann sehen, dass wir hier die Pupille freikriegen. Dafür können wir den Pinsel auch super, super klein stellen, weil die Pupille soll man nachher ruhig noch sehen. So, und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr die Deckkraft einfach wieder so hoch machen, wie ihr wollt. Ihr seht, ich habe jetzt hier ein bisschen zu viel weggemacht, aber das soll jetzt nicht so stören. Und wenn man dann zurückzoomt, das ganze Bild macht, sieht ja schon richtig spitze aus. Ich mache das da jetzt doch noch beim anderen, weil das war jetzt nicht so lange. Wählt ihr einfach wieder aus, genauso aus. Das ist wirklich die schnellste Methode, ein Auge anders zu färben. Wenn ihr jetzt eine ganz Nahaufnahme habt, guckt euch mal die anderen Tutorials an, die erklären das sicher noch besser, aber das ist jetzt einfach die schnellste Methode. So, wieder eine neue Ebene. Und auch füllen. Ich mache das jetzt auch mal in einer anderen Farbe. Ich mache das jetzt einfach mal grün. So, nehme wieder die Deckkraft runter. Dann mache ich die Auswahl aufheben. Zoom wieder noch näher ran. Und mach hier am Rand das einfach ein bisschen weg, damit es nicht so überverpixelt aussieht. Deswegen könnt ihr, wenn ihr das Polygon-Werkzeug nimmt und auswählt, auch am Rand ein bisschen mehr Platz nehmen. Dann kann man nachher einfach noch feiner arbeiten. So, dann könnt ihr noch die Pupille wieder freimachen. Dafür könnt ihr auch die Deckkraft wieder runtersetzen, damit man die auch schön sieht. So, ich mache das jetzt ganz schlampig, dann wieder hochsetzen. So, und dann ein ganzes Bild anschauen. Und das sieht doch schon richtig, richtig schick aus. So, im nächsten zeige ich euch, wie man die Haut ein bisschen aufbessern kann. Bei dem Bild braucht man das jetzt nicht, weil ich bin mir fast ganz sicher, dass das schon nachbearbeitet wurde. So, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen und Verbesserungsvorschläge einfach bitte kommentieren. Okay, tschüss.